Aber ich weiß nicht, wie man durch die verschlossenen Geräte da vorher durchkommt. Sollen wir da nochmal zurück und gucken? Ehrlich gesagt, wäre mir das persönlich sehr recht. Ja, dann. Natürlich sofort wieder in die falsche Richtung. Aber hier ist wirklich nichts. Das ist wirklich nur so der Vorraum zur Hölle, ja? Ja, genau. Die sagt ja auch gerade, der Typ, dein Weg ist gleich vorbei oder irgendwie ja, sowas. Oder das Ziel ist gleich erreicht. Auf Deutsch, wir sind gleich sowas von in Arsch. In Arsch von Andia. Ja, dafür ist sie ja da. Deswegen nehmen wir sie ja mit. Dass wir uns da einlisten können. Ansonsten hat die kein bisschen Daseinsberechtigung, die Olle. Absolut nicht, Schlampe. So. Wohin? Was ist das hier? So, hier kommt man schon mal nicht lang. Ich kann auch nicht durch die Tür durchbrennen. Hier kann ich auch nichts anklicken. Guck mal, was ist da denn? Ja, konnte ich auch nicht anklicken. Kann ich nicht anklicken. Die Tür ist verschlossen, sagt er mir. Ich lese mal, was dieser Kumulo hier sagt. Die nächste Botin, die ihr berührt, wird dauerhaft deaktiviert. Botin. Wir müssen also eine Botin berühren. Fass mich nicht an. Ja, gut, ich... Was denn? Hier ist aber doch nirgendwo mehr einer, oder? Ich wüsste auch nicht, was eine Botin sein soll. Von daher... Da steht doch einfach mal nicht, Und ganz ehrlich, wir haben die Karte komplett aufgeklärt. Ja. Bis auf diesen einen Raum. Die ist wirklich komplett aufgeklärt. Ich bin da aber auch immer gründlich, ne? Ja, dann, was sollen wir da machen? Nicht zurück zum Spiel. Achso, Tab war's. Hast du denn nicht mal ein Schneidbrenn? Du hast doch da so ein Ding. Schneid die doch mal auf. Klappt aber leider nicht. Ich bedring da auch gar nicht durch. Die sind alle komisch farbend. Keine Ahnung. Nimm du das Gerät mal. Das ist dein Labyrinth. Eine verschlossene Tür. Ich habe keine Ahnung, Amigo. Sorry. Ja, dann müssen wir vielleicht doch da hoch. Na komm, dann machen wir weiter. Wir haben es versucht, ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Wenn dann nicht steht, wie es geht, woher sollen wir es wissen? Ganz genau. Wir haben unseren Job gemacht, alles ausgeklärt. Warte mal, ich klicke mal auf das Ausrufezeichen. Wo ist ein Ausrufezeichen? Oben rechts da. Das Labyrinth des Herrschers und da ist ein Ausrufezeichen. Ach das. Ihr habt Zugang zum Labyrinth des Herrschers im Lager von Zaan erhalten. Schließt es ab und verdient euch eure Azedenz. Okay. Sagt uns trotzdem nicht, wie wir die verschlossenen Türen aufmachen sollen. Keine Ahnung. Leider. Gut, ich bin in der Prüfung des Anwärters und dann... So, ich bin auch wieder bei dir. Hier müssen wir hoch. Anscheinend. Soll ich mal auf den Tür klicken hier? Ja, klick mal. Treppe. So. Wenn jemand das Bildnis beschmutzt, beschmutzt er den Kaiser. Was geht hier ab? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles klar bei dir? Bei mir noch, ja. Boah, Alter, jetzt sieht es schon wieder anders aus. Jetzt schon wieder sehr anders. Der Typ hasst mich. Junge, Junge, Junge. Kann ich übrigens auch, du Arsch. Hier, guck mal. Zack und zack und zack und zack. Boah, Alter. Der wurzelt aber ganz schön. Junge, 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 Junge. Das ist doch endlich mal ein Gegner, mit dem man Spaß hat, oder? Wo haut er denn ab, die feige Sau? Das ist eure Bestimmung. Ihr könnt kein Kaiser sein, wenn niemand vor euch knien möchte. Haben wir schon wieder vergeigt? Weil Basiliska hallen. Alter, warum sind wir denn so mies? Komm mal rein da. Ich glaube nicht, dass wir was verkackt haben, sondern dass der Gegner einfach auch zwischendurch jetzt hier abhaut. Wir werden den erst am Ende wirklich besiegen.
Wir sind nicht würdig, hat er gesagt. Das hört sich hier übrigens nach einem Geist an. Da unten ist ein Geist. Da unten ist ein Geist. Macht ihn doch auch platt. Mach, 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 mach. Ich habe ihn besiegt. Mann, 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 Mann. Kröte, du. Wer? Du. Warum? Ich habe das Gefühl, dass die Gegner auch wieder leicht stärker werden. Nein, nein, gar nicht. Nee, ne? Ist gar nicht so wild. Mm-mm. So. Hier sind Kettensägen. Ach. Ja, nicht nur das. Hohles Grinsen der Gefühlslose. Den kenn ich. Hier ist ein Tresor. Ja, dann. Lass uns erstmal die starken Gegner wegpositionieren. Natürlich. Ach. 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 Ah. Alles klar? Ja, klar, sowieso. Lalala. Ist hier irgendwo ein Gegner? Du brauchst das ja alles nicht, ne? Eins wollte ich auch mal nehmen. Brauchst du nicht. Hier ist Sphäre der Möglichkeiten. Hey. Danke. Lotz. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lebst du noch oder? Ganz knapp. Ui, das stimmt aber. Eine Ziertruhe haben wir hier. Warte mal eben, bis mein Leben wieder da ist. Ah ja. Ich bin wieder da. Ja gut. So, was habe ich da rausgenommen? Das ist die Unheil der Ergebenen. Der nächste Leutnant, den ihr trefft, wird sofort getötet. Die Schlange ohne Kopf ist bald nicht mehr. Dieses Gesetz ereilt den Kopf ohne Schlange. Skelettbeschwörung. Sag mal, du hattest mir doch so ein anderes Ding gegeben, ne? Kumu oder irgendwie sowas. Das ist weg. Ja, dann weiß ich nicht. Toll. Wahrscheinlich haben wir damit so einen Weg frei gemacht. So, wo bist du denn? Da hoch bist du. Uiuiui. Eieieiei. Und jetzt hier runter. Zack. Hier hin. Alles Niederman hier. So. Also die Dinger sind aber echt fies, ne? Die machen Schaden. Also die halten ihr Versprechen, die Teile. Bestimmt ein geiles Gefühl, oder? Mit den Füßen in so eine Kreissäge zu geraten. Ah, ich weiß ja nicht. Da kann ich übrigens, weil wir ja gerade nichts zu tun haben, Sekunde, da könnte ich dir mal eine ganz ekelhafte Anekdote erzählen. Ja, bitte, hau raus. Vor vielen Jahren, ne? Damals, als ich noch jung und also jung war, da war ich ehrenamtlich tätig bei einem großen, bekannten Verein, der sich um viele Dinge kümmert. Also so Menschenleben retten und so, ne? Ah. Wir waren gerade bei der Fahrzeugpflege. Hostel. Richtig, Hostel, genau. Wir waren gerade bei der Fahrzeugpflege, ne? Also Rettungswagen und so. Und da kam dann der Herr, der uns sozusagen die Räumlichkeiten vermietet hat und sagte, er hätte sich mit der Kreissäge in den Finger geschnitten. Ja? Ja, ich bin dabei. Ey, lass so. Nicht weiter? Wohin gehst du? Ich wollte hier hinten nochmal eben gucken. Hier läuft noch irgendwas rum. Lass dich nicht zersägen, mein Freund. Da machen meine Zombies schon die ganze Zeit genug. Ja, sind aber auch blöde Viecher, oder? Ja. Gefühlt wissen die nicht, was die die ganze Zeit tun. Oh, guck mal, da ist eine Kettensäge reinrennen. Ich höre die ganze Zeit nur... Laufen dann mit der Kettensäge und so was halt. Ja. Ja, und da hatte der sich nämlich ein Stück Finger in der Kreissäge abgeschnitten. Ja?
Und das blutete nicht, es spritzte da regelrecht raus. Boah. Und er war so ein älterer Herr, ne? Eben richtiger Bauer, möchte ich sagen. Und das meine ich jetzt nicht abwertend, sondern er war wirklich Landwirt. Und der sagte, ob wir mal ein Pflaster für ihn hätten. Ich denke so, alles klar. Okay. Nicht schlecht, ne? Hier können wir durch. Ja. Wollen wir das auch schon? Weiß ich nicht. Können wir aber... Ja, nee, erst aufklären. Du kannst Fragen stellen. Hier sind doch noch irgendwelche Tongefäße, die ich nicht zerschlagen habe. Hier ist eine blaue... Achso, ja. Was tue ich so, als ob ich das nicht mitbekommen hätte? 40% erhöhte Seltenheit fallen gelassener Gegenstände von Gegnern. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Ja, kann man gebrauchen. Dann wirst du also jetzt reich und ich werde hier völlig verarmen. Keine Ahnung. Möglich ist alles. Ich hab's auf jeden Fall mal beiseite getan. Also ich hoffe, du kriegst das mit. Ich bin mal weitergegangen. Und hier sind noch ganz viele. Ich bin schon unterwegs. Mach du die ruhig erstmal platt und. Ja, damit er dir deinen schönen Nagellack nicht kaputt macht. Ich schließe mich jetzt wieder an. Klar, jetzt wo der große Gegner tot. So, schön looten. Ach, lustig. So, mal wieder alles weggrillen. So. 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 Man weiß aber auch wirklich nicht, wo man hergehen soll, oder? Ne, ist das irgendwie schlimm. Nicht so. Irgendwie nicht so. Hier sind wir aber wieder schon mal gewesen. Ja, wir sind irgendwie näher, ne? Aber hier ist noch eine Truhe. Aber das sind wir. Und dabei ist da... Wobei hier hinter ist noch ein Raum, den wir auch noch nicht begutachtet... Also ich jedenfalls noch nicht begutachtet haben. Na, guck du ruhig mal. Wenn du da was super krasses findest, sag gerne mal Bescheid. Ja, ich mach das nur mal eben der Vollständigkeit halber. Ja. Ne, hier ist ein geiler Raum, den möchte ich gerne mit dir machen. Ja. Ja, hier hinten ist eigentlich nur... Wellensittich Kacke. Ja, sobald du wieder... Ich komm ruhig mal hier hoch, hier ist nämlich was ziemlich cooles. Ich muss mich nur durch das Labyrinth hier durchorganisieren. Das schaffst du. Einmal links, guck mal. Hallo, was ist denn hier? So, hi. Hier ist ein Schalter. Ja, du gehst vor. Gehst du an den Schalter? Hab ich schon gemacht, damit ist die Tür aufgegangen. Schade, dass man hier niemanden schubsen kann, ne? Alter. Und jetzt? Ist da ein Tor aufgegangen. Wo? Da in der Ecke. Alter. Ich sag zu oft Alter, aber das ist schon da. Da ja, ich weiß auch nicht, warum du mich immer so beleidigst. Aber... Ja. Oh. So, nee. Wer macht denn jetzt? Also ich halte mich von dem Schalter fern. So. Komm, du gehst vor. Du gehst einfach mal vor. Meinst du? Hui. Das war ja ganz schön clever. Scheiße, beide auf die falsche Seite. Danke. Bitte. Einmal in die Säge gesprungen. Boah. Prüfung des Anwärters, okay. Hast du schon den Schalter hier betätigt? Nein. Ja, aber jetzt? Ist irgendwas passiert? Weiß ich nicht. Ich hatte gedacht, du hättest den schon gemacht, damit wir durch die Tür kommen. Nee. Also ich habe die derzeitige Position angeklickt, ja, dann könnten wir ja in die Prüfung des Anwärters gehen, oder? Ja klar, ich bin dabei. Wobei, warte mal. Ja. Hatten wir nicht auf der anderen Seite noch irgendwo was? Wo ich gesagt hätte, da kann man auch rein und... Ja, der Bogen nach unten ist das wahrscheinlich. Na gut, komm, lass uns durch.
Wenn die Zeit für den Angriff gekommen ist, schlägt der Kaiser ohne Zögern zu. Der Hauch eines Zweifels ist ein Tanz mit dem Tod. Wenn die... Achso, er sagt noch das Gleiche irgendwie. Alles klar. So, Brötchen. Steinschrift. Hier ist eine Steinschrift. Ich weder. Die Erzmeere waren perfekte Überlebenskünstler. Das müssen sie aber auch sein, da ihr zu Hause die unwirklichste Bergkette in ganz Brockhurst war. Bedauerlicherweise, wie einige behaupten, ich jedoch nicht. Ich denke vielmehr, dass sie es geprägt hat, sie und uns, ihre Nachkommen. Es ist da auch kein Wunder, dass sie die Prüfung des Fürsten entwickelt haben. Da das Überleben ihr Denken bestimmte, begriffen die Menschen sehr schnell, was Macht bedeutet. Nur ein starker Anführer kann die Kluft zwischen Existenz und Ausrottung überbrücken. Ein schwacher Anführer muss vielleicht mit ansehen, wie ein gesamter Stamm in dieser Kluft verschwindet. Nachdem die Azmeri von ihren Bergen hinabgestiegen waren und die furchtbaren Länder in Zentralwarkläs erobert hatten, gediehen und wuchsen sie in dieser gefälligeren Klima. Es ist nicht die Not, die uns lehrt, wie wir uns in Zeiten des Überflusses übertreffen. Utmost alacrity in Kaiser Izaro Peretios. Mal wieder weise Worte von ihm, oder? Sie haben mich zugehört. Nicht? Ja, warum auch? Ich höre doch keinem Kaiser zu, hallo? Ich bin in der Demokratie aufgewachsen. Ich höre doch nicht auf irgendwelche Kaiser. Hier oben brennt irgendwas. Hier ist eine Truhe. Hier können wir wieder was ablegen. Hier, Botin. Ja, toll. Irgendwelche Boten. Und du hattest so das Ding da in der Hand. Und ich habe hier was mit Leutnant, aber der Rest? Also ich habe nicht mehr so ein Teil. Kann man ja, das Boten hast du anklicken? Mir auf den Boden gelegt, aber... Aber ich habe da nichts. Mist. Ich habe nur Unheil des Ergebenen. Der nächste Leutnant, den ihr trefft, wird sofort getötet. Botin der Flammen. Ja, wie kann man den Scheiß denn ausschalten? Du hast ja auch, da ist ja auch noch keins aus von denen, ne? Also, du kannst ja noch keins angeklickt haben von denen. Nein, hab ich nicht. Ich hab das nicht benutzt. Hier unten. Oh. Hier unten kann man weiter. Wo ist unten? Warte mal, von hier unten sind wir reingekommen. Ja, Scheiße. Ja, sicher. Wahrscheinlich müssen wir hier hoch rein. Lass mal hier hoch und rein. Mal gucken, was das ist. Grabstättendurchgang. Weil wenn du oben in die Mitte gehst, gehst du wahrscheinlich direkt zum Boss. Da wollen wir nicht hin. Ne, noch nicht. Erstmal gucken, ob wir hier noch so gemeinsam frei... Alter, was war das jetzt? Was? Lass doch zusammenlaufen. Oh ja, das ist, weil hier nichts los ist. Ich dachte, dann klären wir vielleicht ein bisschen schneller auf. Huch! Weil die Spinnen kennen wir doch alle schon. Ja, die habe ich alle schon mal umgebracht hier. Ja. Das sind so Wiederbelebungsspinnen, weißt du? Ja. Ja, es ist halt bei diesen riesen Karten, wo die Gegner nicht so stark sind, da weiß ich immer nicht, läuft man zusammen oder klärt man einfach auf, weißt du? Achso, ja. Ja, okay. Ich kann auch gerne natürlich, dann macht das natürlich Sinn. Das ist jetzt nicht, weil ich nicht mit dir spielen will. Ich meine, das stimmt, aber... Naja, es muss ja halt nicht. Nee, aber weißt du, das war so meine Überlegung, dass man dann einfach schneller ist und nicht da wegen des Laufens so viel Zeit verliert. Wenn irgendwas ja, Wichtiges ist, schreiben wir doch eh wie Mädchen. Das stimmt wohl. Ah! Was denn, was denn, was denn? Das war ein Witz. Was denn, was denn, was denn? Ich bin sofort nicht da. Ein Gedicht. Lies mal vor. Was für ein Gedicht? Ja, ein Gedicht von. Warum? Ich kann das ja einfach mal vorlesen. Für dich mit. Ja, kannst du machen, ich habe alles umgebracht. Der Izomyt und der Ewige gönnten sich Ruhe im Windschatten des Sanktsturms und erinnerten des gemeinsamen Wegs, Bestien und Feind gefällt und verblutet, durch das Schwert des Izomyten schnell und sicher. Falle und Prüfung erschienen nun bezwungen. Durch den Verstand des Ewigen rasch und gerissen, zwei Mann, ein Siegesschrei, ein Krieg und sein Anführer. Während andere Aszendenzen mit Schmerz und Pein ihren Stolz nur bestärken. Schön.
Ja. Das hat er mir jetzt erzählt. Ja, ich habe natürlich wieder Riesenglück gehabt.